Okay, machen wir weiter mit der nächsten Studie. Ja, das hier ist eine sehr interessante Studie, weil es hier quasi um ein echtes Politikexperiment geht. Es geht um Arbeitslosigkeit. Die Studie ist von Donoghue, 89. Die Daten kommen von dem sogenannten Illinois-Experiment. Genau, und was wurde da gemacht? Also das war ein echtes Feldexperiment und müssen sich vorstellen, es gibt zwei Settings. Ein Setting ist, ein Arbeitsloser erhält einen Bonus, wenn er selber es schafft, Arbeit zu finden. Und das alternative Setting ist, der Arbeitgeber erhält einen Bonus, wenn er einen Arbeitslosen einstellt. Ja? Und was hat das mit dem Coase-Theorem zu tun? Naja, das ist ja wieder so eine Art Coase'sche Verhandlungssituation, ne? Im ersten Setting hat der Arbeitslose quasi das Handlungsrecht auf den Bonus. Im zweiten Setting hat der Arbeitgeber das Recht auf den Bonus. Und genau, laut Coase sollte es egal sein, wer das Recht auf diesen Bonus hat. Genau, laut Coase müsste es irgendeine Art effiziente Verhandlungslösung geben, die immer rauskommt, egal in welchem Setting, wo die beiden sich den Bonus teilen. Und insbesondere würden wir erwarten, dass die Beschäftigungsrate, die Bonuszahlungen, die vereinbart werden, die Bonuszahlungen, die ausgehandelt werden, und die Löhne unabhängig vom Setting sein sollten. Ne? Denn die beiden könnten doch potenziell verhandeln. So, aber was kommt raus? Es kommt raus, dass wir in Setting 1 viel höhere Bonuszahlungen und eine viel stärkere Senkung der Arbeitslosigkeit in Setting 1 haben. Ne? Ach so, vielleicht sollte ich noch dazu sagen, warum ist es ein Experiment? Naja, es wurde quasi in echt durchgeführt, und zwar in Illinois, und zwar müssen Sie sich ein Politikexperiment so vorstellen, man hat eben eine Gebietskörperschaft, das ist hier das Bundesland Illinois, und wahrscheinlich wurde da nach Kommunen oder nach Landkreisen unterschieden und jeder Landkreis hat eins von den beiden Settings bekommen. Und dann wurde eben geschaut, ob das einen Unterschied macht. Ne? Es wurde zufällig zugeteilt. So, und was man eben beobachtet ist als Ergebnis, dass in Setting 1 eben die Bonuszahlungen viel höher sind, viel mehr Bonuszahlungen, dass es viel mehr Bonuszahlungen gibt und die Arbeitslosigkeit viel stärker gesenkt wird. Und außerdem lässt sich feststellen, dass viele Bonusansprüche gar nicht eingelöst werden. Folgerung: Anscheinend gibt es gar keine Verhandlungen über Aufteilung des Bonus, so wie das Coase-Theorem es vorhersagen würde. Und intuitiv macht das ja auch Sinn, denn das ist ja keine symmetrische Verhandlungs Situation. Wenn Sie sich überlegen, ein Arbeitsloser und ein potenzieller Arbeitgeber, das ist ja alles andere als eine symmetrische Situation. Ne? Der Arbeitslose ist typischerweise in einer viel schlechteren Verhandlungsposition als der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber leidet ja nicht wirklich darunter, dass er jetzt eventuell jemanden einstellen möchte. Ne? Dadurch ist es eine stark asymmetrische Situation und daher ist dieser Anreiz, der von diesem Bonus ausgeht, viel stärker für den Arbeitslosen als für den Arbeitgeber. Ja, für den Arbeitgeber ist es was Nettes, wenn er diesen Bonus erhält, aber er hängt nicht wirklich davon ab. Und für den Arbeitslosen ist es relativ gesehen ein viel stärkerer Anreiz.
Und daher ist es nicht verwunderlich, dass in Setting 1 eben viel mehr Bonuszahlungen vorkommen. Und es ist auch nicht verwunderlich, dass es keine Verhandlungen gibt, ne, über die Aufteilung des Bonus. Ja, das ist eine sehr spannende Studie, einfach weil es ein echtes Politikexperiment ist. Genau, und aber was heißt das jetzt im Hinblick auf das Coase-Theorem? Ist das jetzt Evidenz für das Coase-Theorem oder ist das Evidenz gegen das Coase-Theorem? Naja, wie wir schon bei den vorigen Studien gesagt haben, wenn wir eben berücksichtigen, dass diese stark asymmetrische Situation eben auch zu Transaktionskosten führt in der Verhandlung zwischen Arbeitslosen und Arbeitgeber, dann ist die Evidenz, die wir hier finden, natürlich nicht per se Evidenz gegen das Coase-Theorem. Okay? Also Sie merken schon, die Theorie, die Coase aufgestellt hat, ist sehr clever in dem Sinne, dass man sie fast nicht widerlegen kann. Ne? Nächste Studie, das ist rein deskriptive statistische Evidenz. Die ist von Glanter 1983 und zwar geht es da um außergerichtliche Einigungen. Und die Beobachtung ist, dass ungefähr 90% aller Prozesse in den USA außergerichtlich beigelegt werden. Was kann man daraus für das Coase-Theorem folgern? Naja, wenn man das im Sinne des Coase-Theorems interpretiert, würde das ja heißen, meistens einigen sich die Streitparteien durch coase'sche Verhandlungen. Ne? Und das wäre eben starke Evidenz dafür, dass coase'sche Verhandlungen in der Realität sehr relevant sind und auch funktionieren anscheinend. Ja? Aber da muss man jetzt natürlich dazu sagen, nur weil es eine außergerichtliche Einigung gibt, heißt es ja nicht, dass diese Einigung das sozial optimale Ergebnis darstellt. Was man an dieser Statistik natürlich nicht sieht, ist, inwieweit es Asymmetrien gibt in der Verhandlungsposition von Parteien. Es könnte ja theoretisch in vielen Fällen der Fall sein, dass eine Partei einfach eine viel bessere Verhandlungsposition hat und trotzdem außergerichtlich und damit auch bei der außergerichtlichen Einigung eben eine viel stärkere Position, ein viel stärkeres Ergebnis aushandeln kann. Ne? Also Vorsicht, ne? Also auf den ersten Blick scheint diese Beobachtung hier dafür zu sprechen, dass das Coase-Theorem in der Realität sehr relevant ist. Aber ja, dadurch, dass es so eine oberflächliche Beobachtung ist, können wir nicht wirklich was über die Wirkungsmechanismen und über die einzelnen Mechanismen sagen, die zu der außergerichtlichen Einigung führen. Okay, nochmal eine kleine Pause.